Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video und ja, wie ihr seht, geht es heute um die Veko Poison. Ganz am Anfang eine ganz kleine Info für euch. Ihr habt ja sicher gemerkt, dass nach Silvester nicht jeden Tag ein Video kam. Das hat ganz einfach den Grund, dass ich es einfach nicht schaffe, das ganze Jahr über jeden Tag ein Video zu machen. Ab jetzt bis Februar werden pro Woche ungefähr 2 bis 3 Videos kommen und dann ungefähr ab März wieder 1 bis 2 Videos. Also in dem Video geht es jetzt hier um die Veko Poison. Eine 16-Schuss-Batterie und die gibt's im Aldi Nord unter dem Namen Poison und im Aldi Süd unter dem Namen Reno. Und ja, die kostet da 2,99 €. Und ja, das ist eigentlich ein wirklicher Klassiker. Die kaufe ich mir, glaube ich, schon immer, seitdem ich Feuerwerk kaufe. Die letzten Jahre hat sie ja leider sehr geschwächelt und deshalb bin ich umso gespannter hier auf die neue Charge. Die technischen Daten hier haben sich soweit nicht verändert. Das Einzige, was mir mal aufgefallen ist, ist hier die NEM. Die ist hier ca. 108 Gramm und vor 1 oder 2 Jahren waren es noch 114 Gramm. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen weniger geworden. Wir machen das Ding mal ganz kurz auf. Die Batterie selbst ist ja jetzt in diesem Einheitslook gehalten. Also die Batterien sehen ja mittlerweile bis auf das Effektbild und den Namen alle gleich aus. Der Standfuß ist natürlich aus Pappe und auch sehr einfach gehalten, aber er erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Mir ist auch noch nie so ein Teil umgefallen und deshalb kann ich wirklich nicht über diesen Standfuß meckern. Also Leute, dann kommen wir jetzt zur Zündung und gucken mal, ob das Teil dieses Jahr besser geworden ist oder wieder von der Qualität abgenommen hat. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß bei der Zündung. Ey, Poison. Ja, komm. Ja, komm. So. Hau die Poison raus, gell. Ja, komm, hier vorne. Ich bin vorsichtig geworden. Komm, gib Gummi. Poison. Aktuelle Charge 2015. Alter. Ey, 3 Euro, das ist ja unfassbar. Ja. Unfassbar gutes Bouquet, Hammer.